Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Gipfelsieg, der Wille versetzt Berge, initiiert von Marianne Hengel, der Obfrau des Vereins Roland Austria. Austragungsort unserer heutigen Sendung ist das Alpinarium in Galdür, ein Informations-, Dokumentations- und Ausstellungszentrum, das zum Gedenken an die folgenschwere Lawinenkatastrophe 1999 errichtet wurde. Und an diesem Ort des Gedenkens treffen wir einander heute zum gemeinsamen Nachdenken übers Leben. Und es begegnen einander heute hier zwei wirklich große Persönlichkeiten. Er ist einer der größten österreichischen Weltstars, Schauspieler und Regisseur Klaus-Maria Brandauer. Und er lernt jetzt in wenigen Momenten die Autorin Silke Naun-Bates kennen. Ihr mussten im Kindesalter nach einem Unfall, um ihr Leben zu erhalten, beide Beine amputiert werden. Heute schreibt die zweifache Mutter und Ehefrau Bücher, sie hält Vorträge, ist auch Coach für Menschen in Lebenskrisen, die sie begleitet. Ihr Credo lautet: Glücklich sein ist eine Entscheidung. Auch darüber werden wir gleich reden. Die musikalische Umrahmung dieser Veranstaltung kommt vom Musikhaus aus Galdür, dem Galdür-Syndikat. Silke Naun-Bates, Sie wollten ganz lange, auch schon nach dem Unfall, nicht zur Gruppe der behinderten Menschen gehören. Warum nicht? Weil ich mich zum einen in keinster Weise behindert gefühlt habe und für mich extrem wichtig war, wieder diese Selbstständigkeit zu erlangen, diese Anführungszeichen Normalität, war einfach für mich, ich habe das nicht gefragt, warum, es war einfach so und habe dadurch natürlich ein hohes Maß an Selbstständigkeit erreicht und erst im Jahr 2000, ja, habe ich begonnen, mich eben der Welt, Anführungszeichen, der Behinderten zuzuwenden und einfach zu schauen. Und heute kann ich beide gut verbinden. Ja. Wenn Sie anderen Menschen mit Behinderung begegnet sind, wie waren diese Begegnungen? Die haben kaum stattgefunden. Also es war wirklich so, das muss man sich wirklich so vorstellen, jetzt wenn ich jetzt irgendwo in einer Ausbildung war und da war ein Rollifahrer, war das kein Thema. So eins. Aber ich hatte auch manchmal den Eindruck, dass so eine Solidarität gewünscht wird, die ich überhaupt nicht empfunden habe. Also nur weil ich auch im Rolli sitze, muss ich ja nicht jeden sympathisch finden, der im Rollstuhl sitzt. Und ich habe das manchmal gar nicht verstanden. Erzählen Sie uns kurz davon, was geschehen ist. Sie waren ein Kind von 8 Jahren, haben einen süßen Hund als Geschenk bekommen, sind mit dem spazieren gegangen, er ist los, über die Gleise, Sie nach, der Zug ist gekommen. Ja, bin ausgerutscht, habe mir das Knie aufgeschlagen, hingefallen. Es war die Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass Sie überhaupt überleben konnten? Nee. Lernt mit diesem... Nicht geglaubt. Sie haben alles versucht und haben es auch hingekriegt. Mhm. Ja, aber da hat keiner mit gerechnet. Was bedeutet das für ein 8-jähriges Kind? Also für mich war das jetzt nichts Besonderes mit 8. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ja, also ich bin irgendwann wach geworden, aus dem Koma geholt worden und dann war das so, wie es war. Mhm. Sie bewegen sich hauptsächlich gehend mit den Händen fort. Das muss man ja erst mal lernen. Haben Sie das als Kind dann schon gelernt? Ja, ich gehe davon aus. Also ich kann mich erinnern, ich habe den ersten Handstand schon im Sauerland gemacht, da war ich noch nicht in der Reha. Also konnte ich das wohl ziemlich schnell. Und dann wurden diese Hosen angefertigt, ja, die einfach als Schutz dienen, also dass ich, auch wenn Nässe ist, Schnee und so weiter, ja, und das, sonst wäre ich ja praktisch mit dem Becken sofort am Boden. Mhm. Klaus-Maria Brandauer, zu Ihrer Profession zählt es, sich in verschiedenste Lebenssituationen hineinzuversetzen, hineinzufühlen. Können Sie sich in Silke hineinversetzen? Jetzt, wo sie uns erzählt hat von sich und wie es kam und wie sie es erzählt hat, klingt das ja eigentlich ganz selbstverständlich. Und das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel, dass sie heute hier so sitzt bei uns, wie sie da sitzt. Und ich kann mir vieles vorstellen, aber das, was ich in meinem Beruf mache, ich bin im Ungefähren. Das ist nicht wahr. Es ist vielleicht im Augenblick jetzt da, wo es geschieht, auch das, was ich jetzt hier sage, obwohl ich versuche, hier keine Rolle zu spielen.
Das ist überhaupt mein Credo. Ich möchte weder in meinem Privatleben eine Rolle spielen, noch wenn ich eine Rolle spiele, eine Rolle spielen. Das ist aber sehr schwer. Das habe ich mir heute, wie ich über die Alpen geflogen bin, von Wien hierher kam. Übrigens, es ist ein so wunderbarer Tag bisher gewesen. Die Berge, die Sonne, es war herrlich. Ja. Aber ich habe mir immer vorgestellt, Menschenskinder, jetzt treffe ich die Frau Naun Battis und die hat keine Beine und was mache ich und wie bin ich und hoffentlich spiele ich keine Rolle oder irgend sowas, spiele ich gar keine mehr, weil sie haben mir das Vertrauen gegeben, dass wir mit ihnen so umgehen können wie mit jedem normalen Menschen. Das heißt, sie sind normal, außer dass sie mit 8 Jahren ihre Beine verloren haben. Sie bewegen sich in Ihrem Beruf im Ungefähren, haben Sie gesagt. Und in diesem Bereich hatten Sie als Herausforderung auch schon, sowohl auf der Bühne als auch im Film, die Situation, Menschen mit einer Einschränkung darzustellen. Sie haben einen Agent im Rollstuhl gespielt im Film. Sie haben Sinneseinschränkungen in vielfacher Art und Weise, König Lear, die Auslöschung. Was tut das mit Ihnen, in diese Situation, wenn auch nur im Ungefähren zu kommen? Ich freue mich darüber, dass ich mit meinen Freunden so viel Vorstellungskraft habe oder durch andere bekomme und durch mein fortschreitendes Leben natürlich, dass es möglich ist, so etwas hinzukriegen, sodass die Leute bestätigen, sagen, ja, das ist dir ganz gut gelungen. Mehr ist es nicht. Es ist kein Ersatz für ein Leben. Die Bühne hat mein Leben trotzdem, aber nicht aus der Rolle. Und ich bin schon viele Male behindert gewesen auf der Bühne, aber das war Unvermögen und nicht irgendeine Krankheit. Ja. Sondern ich habe es einfach nicht hingekriegt, was ich mir vorgenommen habe. Silke, wie gehen denn Menschen auf Sie zu? Was für Reaktionen gibt es? Sie sind nun mal ein ungewöhnlicher Anblick. Echt? Unterschiedlich, also es ist wirklich unterschiedlich. Ich selber bekomme Reaktionen, wenn ich jetzt einfach irgendwo bin und mich Menschen nur sehen, gar nicht mehr so mit. Ja? Das muss dann schon extrem stehenbleiben sein, starren manchmal auch. Ja? Es ist ja normal, dass das Außen erstmal sichtbar ist. Ja? Und ich denke, da ich mich aber nicht so fühle, erlaube ich natürlich, ich gebe einen Raum, ja? Dass jemand auf mich zukommen kann. Aber es gibt ja ganz alltägliche Situationen, wo Menschen, die Sie nicht kennen, Ihnen begegnen. Weiß ich nicht, beim Einkaufen auf der Straße, wenn Sie wo neu sind. Was gibt es da für Blicke? Wie gehen Sie damit um? Kann ich Ihnen nicht sagen. Manche gucken, habe ich ja gesagt, bleiben stehen. Aber ansonsten, ich gucke mir die nicht an und gucke, wie die gucken. Nee. Sie bewegen sich ja selten im Rollifort, manchmal schon. Prothesen mögen Sie nicht oder auch ganz selten. Warum nicht? Es sind ja doch wichtige Hilfsmittel in der Mobilität. Nee, für mich nicht. Für mich wären sie eine Einschränkung. Also das ist ziemlich klar. Ich wäre nicht ich. Also das wäre nur, dass das Bild wieder perfekt wäre. Solange ich stehe oder sitze. Ja, wenn ich mich bewege, wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee, keine Option. Was Ihre beiden Biografien ein bisschen verbindet, ist, dass Sie mit Grenzen nie gut umgehen konnten oder die auch in gewisser Weise Motivation waren, darüber hinauszuschauen. Haben Sie sich je eingegrenzt gefühlt? Also wenn mir gesagt wurde, das geht nicht. Es gibt natürlich, was weiß ich, ganz normal Grenzen, aber das ist für mich schon keine Grenze. Jetzt auf den Berg klettern alleine würde nicht gehen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber das sehe ich nicht als Grenze. Das können viele andere auch nicht, auch ohne Behinderung. Ja. Aber wenn jemand zu mir gesagt hat, das geht nicht, zum Beispiel die Kinder oder irgendwie sowas, dann kam so ein bisschen Trotz. Also ich muss es Minimum probieren. Also ich muss eine eigene Erfahrung machen, um sagen zu können, geht oder geht nicht. Mhm. Waren Grenzen, waren Schranken für Sie eine Motivation? Sie wollten immer darüber hinaus, weit hinaus. Also ich habe keine Grenzen empfunden, weil in meinem Elternhaus war das nicht angesagt, sondern ich hatte große Unterstützung. Und so habe ich am Anfang gedacht, weil ich sehr früh sicher war, dass ich das machen werde, was ich heute noch tue, spielen. Als ich einmal der Strubbelpeter im ersten Jahr in der Volksschule war, mit den langen Fingern und alles und den Nahfingernägeln. Und jeder gesagt hat, das ist aber ganz toll, seit der Zeit wollte ich Schauspieler werden. Das wollte ich auch erreichen. Und ich habe das auch erreicht. Nur unterwegs ist mir die Selbstverständlichkeit, dass mir das widerfahren ist, klar geworden, dass es nicht selbstverständlich ist.
sondern dass man sich bemühen muss. Und dann ist mir aufgrund des ganz normalen alltäglichen Lebens sehr schnell klar geworden, dass wir alle unglaubliche Grenzen haben. Und später ist mir klar geworden, dass man sich auch selber Grenzen setzen muss. Und wenn man das Gefühl hat, dass diese Grenze nicht richtig für einen ist, sie zu überwinden. Aber ich glaube, einen Schicksalsschlag, egal zu welchem Zeitpunkt einem das trifft, natürlich ist es vielleicht interessanter zu untersuchen, wenn einem das jung trifft, da hat man ja das Gefühl, so ist das Leben zunächst einmal. Und erst dann wird man ja an einem späteren Zeitpunkt erwachsen und in der Rückschau sieht man das. Aber die Grenzen werden mir immer deutlicher und jetzt ist es so weit, dass mir klarer wird, die Gesellschaft, das heißt die anderen Menschen, aufgrund anderer Überzeugungen setzen mir die größten Grenzen. Grenzen, wo ich eigentlich verzweifeln könnte, dass es so ist. Dass man ums Leben, ums Überleben in einer Gesellschaft tatsächlich kämpfen muss, weil die Ansichten so verschieden sind und eine Einigung, was eigentlich watschen einfach wäre, wie man heute sieht. Man sieht sich und man redet. Und zwar ohne große Probleme. Das ärgert mich und da weiß ich nicht mehr, ob ich den richtigen Beruf dazu ausübe, da noch auf meine alten Tage irgendwie einzuwirken, was ich mir immer eingebildet habe. Ich werde die Welt verbessern. Silke, Klaus-Maria Bander hat vorher angesprochen, da ist eine zweifache Mutter. Das war ja so ein Thema, das nicht alle Ihnen, ich sag mal, zugetraut oder überhaupt für möglich gehalten haben. Das war eine ganz klare Grenze. War es Ihr Urvertrauen, das Sie Ihnen geholfen hat, sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, ich versuch's, vielleicht ist das möglich? Ich schätze, dass es das Urvertrauen war. Ne? Also, Mut war es nicht. Das war eine Sicherheit in mir, dass das funktionieren wird, entgegen Anraten der Ärzte. Also da war ich mir zu 100% sicher, dass da weder für mich noch für das Kind jetzt was extrem Schlimmes bei rauskommt. Mhm. Kinder sind eine große Herausforderung für jeden. Die gehen dann in den Kindergarten, in die Schule, da gibt es Mitschüler, da gibt es Freunde, die können sehr hart sein. Wie waren da die Reaktionen auf die besondere Mutter? Also im Kindergarten und auch in der Schule kam auch laut meinen Kindern nichts Negatives, sondern die haben mich ja, also wir hatten immer ein offenes Haus, die durften ja auch immer kommen, haben mich kennengelernt und im Grunde fanden die das immer cool, wie ich mich bewege auf den Händen, wie ich Auto fahre. Ja, also war das eher so dieses, ja, schon kam, wenn ich im Kindergarten kam, ab und zu mal, dass einer noch guckte, blutest du noch oder so, ja, wie die Kinder halt sind, aber das war jetzt nicht irgendwie Schlimmes. Sie waren ein bisschen angenervt, wenn immer wieder die Frage kam, wie ist denn das passiert? Mhm. Klaus-Maria Brander, wir haben Sie jetzt ein bisschen kennengelernt, Silke. Und diese Frau sagt in ihrem Buch, glücklich sein ist eine Entscheidung, die jeder treffen kann. Hat sie da recht? Sie hat für sich recht, weil sie es weiß, weil sie es uns sagt und es ist schön. Ich möchte auch gern glücklich sein und bin es ja gelegentlich, aber ich bin es nicht immer. Und seit ich weiß, dass der auch das furchtbar wäre, wenn ich immer Glück will, dann gibt es ja gar kein Glück. Mhm. Aber wenn Sie an die schönsten Momente Ihres Lebens, an die glücklichsten denken, haben Sie da etwas dazu getan? Haben Sie sich etwas sogar dafür entschieden? Ich weiß das eigentlich gar nicht mehr so. Ich weiß nur eines, dass mein Leben so glücklich verlaufen ist, bis auf eine Katastrophe, wo ich sagen muss, ich habe ein feines Leben gehabt bisher. Mit dem Glück ist es so eine Sache, weil manchmal möchte ich gern glücklich sein, bin es aber nicht. Und manchmal sitze ich Mutterseelen allein, obwohl ich mir einbilde, zu meinem Glück brauche ich Menschen, meine Familie. Manchmal bin ich, obwohl die alle gar nicht da sind, so irrsinnig glücklich und weiß nicht wieso. Und es geht meistens so einher mit einer gewissen Sentimentalität, wo ich mir denke, ja Gott, Sakrament, jetzt hör doch auf mit diesem Gefühlsduseleien und mach hier kein Heckmeck und mach da nicht in die Hosen, weil du jetzt jemanden triffst, der sein Leben meistert, obwohl er zwei Beine nicht hat. Mhm. Silke, erklären Sie uns, wie Sie diesen Satz meinen, dass Glück eine Frage der Entscheidung ist. Denn Ihnen fehlen zwei Beine, das ist viel, aber nicht alles.
Klaus-Maria Brandt hat es gesagt, Sie sind eine gut aussehende Frau, Sie sind berufstätig, Sie sind erfolgreich, Sie sind zweifache Mutter, Sie werden geliebt. Das haben viele andere Menschen nicht. Und wenn man denen dann sagt, Glück ist eine Frage der Entscheidung, ist das dann nicht auch zynisch? Sehr herausfordernd, hoffe ich doch. Ja, ich sage, glücklich sein ist eine Wahl. So, wir sind einmal beim glücklich sein. Ja, Glück ist von außen bestimmt oftmals. Und ich mache wirklich einen Unterschied. Und ich denke, das ist das, was die Erfahrung dann wirklich bringt. Weil die Behinderung war ja nie das Thema. Aber ich habe eben auch einige Erlebnisse mit dem Tod gehabt, die mir was gezeigt haben, wo ich ja nicht wollte. Und ich war nicht an dem Punkt, glücklich zu sein, definitiv nicht damals. Aber ich habe da gelernt, dass es eine Wahl ist. Und dass ich das natürlich ein Stück weit, das kennt jeder, der ein bisschen Mentaltraining macht, dass man das ja darüber redet, das kann man tun, aber das ist nicht mal das, was ich möchte. Dieser Zustand des wirklichen Glücklichseins, ich finde es total schön, es berührt mich, ich kann Trauer genießen, ich kann Wut genießen, dass ich lebe, genießen. Und das ist für mich ein Glücklichsein. Es ist nicht dieses, ich lache permanent und alles ist, ich lache gerne. Ja? Das ist ein Stück Ausdruck, mein Ausdruck, auch das Leben zu feiern. Aber das, was ich meine, ist eigentlich so ein tiefes Erkennen, dass die Zeitspanne zwischen Geburt und Gehen, die kann nicht kurz sein. Und das Leben ist zu kostbar, um es mit, ja, ich sag mal, minderwertigen oder ist falsch ausgedrückt, ja, aber mit einfach Dingen zu verbringen, die nicht wesentlich sind. Mhm. Ja. Aber wie kommt man dorthin, dass man auch ganz schwere Lebenssituationen, Sie haben gerade gesagt, Trauer genießen, das mag manchen auf den ersten Blick absurd scheinen, dass man diese Situationen vielleicht jetzt nicht ein Leben mit diesen Situationen, einem Leben ohne dem vorzieht, aber dass man darin eine Gelegenheit erkennen kann. Wie kommt man dorthin? Also ich habe den Weg gegangen, den ich erstmal abgelehnt habe. Also ich wollte weder die Trauer spüren, noch den Schmerz, noch alles, was dazu gehört, die Hilflosigkeit und die Ohnmacht. Und dann hatte ich die Wahl. Und dann bin ich bei dem Punkt, da hatte ich eine Wahl. Ich hätte mein Leben weiter so führen können, vollkommen versteinert, nichts mehr an mich ranlassend, mit dem Suizid, mit den Gedanken beschäftigt. Oder ich wähle die andere Seite. Und irgendwas hat mich diese andere Seite wählen lassen und hat mich dadurch natürlich auch das ist eine tiefere Qualität vom Leben. Was vorher an der Oberfläche, ich habe immer gerne gelacht, aber das war Oberfläche. Das war sehr oberflächlich. Das hat heute eine ganz andere Qualität. Und wenn ich sage Trauer genießen, dann meine ich damit, da ist ein Schmerz, wenn uns was passiert oder wir einen Menschen verlieren oder Gott weiß alles, was passieren kann. Das ist ein tiefer Schmerz, der zerreißt uns fast. Er zeigt auch an, dass uns das, was gerade gegangen ist oder was geschehen ist, sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll war. Und dafür kann ich dankbar sein. Und das ist so eine Kombi, wir können beides leben. Ich sage, der Schmerz, ja, und die Trauer. Trauer muss nicht immer unangenehm sein. Darf beides existieren, das Und ist wichtig. Mhm. Nicht das eine oder das andere. Hilfe annehmen, Silke. Wie geht's Ihnen damit? Wie ging es Ihnen damit? Wie hat sich das auch im Laufe der Zeit verändert? Ihnen ist ein selbstständiges Leben sehr wichtig und trotzdem sind Sie in vielen alltäglichen Dingen auf Hilfe angewiesen. Wie wir alle. Ja, aber das muss man ja erstmal erkennen. Ne? Ja, also ich wollte keine Hilfe annehmen, also ich wollte alles alleine machen, ob das ein Berg hochfahren oder beim Einkaufen war, ich habe nicht um Hilfe gefragt oder wenn mich einfach jemand geschoben hat, dann war ich eher sauer, trotzig, wie auch immer. Ja, ich sage, das war ein Prozess, bei Hilfe annehmen eben zu sagen, also fragen zu können, aber auch Nein sagen zu können, weil manchmal ja, passt es einfach nicht oder möchte ich das nicht. Ne? Also da hier eine Wahl für mich zu haben. Finde ich in Ordnung. Sie arbeiten als Coach auch mit Menschen, die sich in Lebenskrisen befinden, etwa ihre Arbeit verloren haben, keine Perspektive sehen. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Was ist da das Wichtigste in diesen Momenten, diesen Menschen mitzugeben? Welche Hilfe können Sie anbieten und wie wird die angenommen? Also ich sage mal so, wenn jemand auf mich zukommt, dann ist ja schon mal eine grundsätzliche Bereitschaft da. Ja, sonst wäre er nicht bei mir und die ist eigentlich das, was gebraucht wird, um überhaupt irgendwas tun zu können. Es ist unterschiedlich, wo der Mensch, also was hat er gerade erlebt. Das heißt, Sie helfen anderen Menschen wieder auf die Beine zu kommen. Darf man diese Formulierung verwenden? Von mir aus schon. Und schwierige Situationen gab es in Ihrem Leben. Sie schreiben davon sehr offen, ja auch sehr viele. Ich beginne mal mit dem Beziehungsleben, weil es für alle schwierig ist. Sie schreiben da von einem jungen Mann, der da schon mal gesagt hat, was willst du mit dem Krüppel? Das muss man erst mal aushalten, so einen Satz. Ja, da müssen ja einige aushalten. Also das tat weh, klar. Mhm. Ja, und dann tat es weh und dann war es gut.
Mhm. Also das ist ja, glaube ich, eine Grundtendenz, was wir oft haben, dass wir gegen das, was wir als unangenehm empfinden, es nicht haben wollen. Und dadurch verstärken wir das Ganze. Also in dem Moment, wenn der Schmerz da ist, dann schmerzt es, fertig. Ja? Die Kunst ist es, nicht drin zu bleiben. Ja? Also nicht da drin zu ertrinken. Das schaffen halt manche nicht alleine. Mhm. Ja? Okay. Gerade in der Liebe meinen wir oft, perfekt sein zu müssen für den anderen. Was raten Sie da auch Frauen, die Sie anschauen und sagen, die hat einen Mann, die liebt, die wird geliebt. Warum habe ich keinen? Das weiß ich auch nicht. Es hat also ich kann es immer nur wirklich von mir aus sagen. Und ich denke, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie sehr ich mich selber als Frau, es geht hier nicht nur um diese Selbstliebe, die so oft auf dem Raum steht, aber mich selber auch als Frau wertschätze und schön finde, ja, und einfach alles, also wirklich dieses Frausein auch zu leben. Ich denke, jede Frau kennt es. Bei mir ist es halt jetzt, sag ich mal, ab hier, ne, die Narben und so weiter. Andere haben, wie heißt das, Orangenhaut oder so, keine Ahnung, an den Beinen halt irgendwas. Und ja, müssen das haben Angst, das zu zeigen. Wenn Sie sich nackt in der Früh in den Spiegel schauen, was sind Ihre Problemstellen? Ich weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, mein Bauch gerade oder mein hier, so ein bisschen, können wir noch ein bisschen was tun. Und die Pickel mag ich auch manchmal. Ich finde es total faszinierend. Also ich bin dann selber fasziniert von mir selber. Ich sitze vorm Spiegel, ne, letztes Wochenende, und ärgere mich über einen Pickel auf der Stirn. Und dann kommt so ein, hey, du bist echt eine Nummer, du hast keine Beine, aber der Pickel stört. Das ist verrückt. Klaus-Maria Brandauer, wenn Sie zurückdenken an die Phase, wo das andere Geschlecht spannend wird, hatten Sie das Gefühl immer, dass Sie sozusagen eine besondere Aura umweht? Sie waren gut aussehend, Sie waren bald erfolgreich, Sie sind berühmt geworden, Sie sind hoffentlich reich. Hatten Sie die besseren Karten? Also ich habe schon bemerkt, dass es mir besser geht als manchen anderen und war darüber nicht unglücklich. Aber ich habe, also ich fand dann nie, dass mir das gehört, dass ich das verdiene, sondern ich habe sehr früh gelernt, mich nicht zu überschätzen. Und wer mich sehr gut kennt, weiß das auch. Und es wäre so schön, wie Sie gesagt haben, habe ich mich nie gehalten. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich hatte Glück, sehr viel Glück. Vor allen Dingen, das darf ich nochmal sagen, weil ich das immer schon gesagt habe, ich bin zu Leuten gekommen, die mich liebend überschätzt haben. Und das ist vielleicht nicht ein Geheimnis, aber das tut gut. Gut ist, also von meiner Mutti sowieso, aber gut ist, ich habe sehr früh bemerkt, dass sie übertreibt. Aber ich habe sie dabei belassen, weil es ist doch gut. Die Mutti sagt, der Klaus ist der Beste. Naja, so gut ist es auch wieder nicht. Mhm. Klaus-Maria Brandauer hat gerade erzählt, dass seine Mutter ihn liebend überschätzt hat. Welche Rolle haben Ihre Eltern dann in diesem Weg gespielt? Wie war da das Zutrauen? Das war ja sicherlich auch eine große Herausforderung für Ihre Familie, mit dieser veränderten Situation umzugehen. Haben die Ihnen alles zugetraut? Sie haben mich alles machen lassen. Also ja, also das beide, ne? Das meine Mutter hat zum Beispiel, ich weiß bis heute nicht, wie sie das gemacht hat, aber sie hat es gemacht. Wenn wir schwimmen gegangen sind oder so, die hat mich immer unter den Arm geklemmt, wie so ein Paket, und dann ist sie mit mir ins Wasser. Und das muss der Horrortrip stellenweise gewesen sein, weil die Blicke, ich habe das nicht mitgekriegt, aber ich kann mir das so ein bisschen, und ich habe eine Ahnung, schätze ich, ne? Wenn ich heute schwimmen gehe und die Hose ausziehe, habe ich auch mal alle Blicke auf mir. Ja? Das muss damals in dem Ort, wo der Unfall passiert ist, natürlich noch ganz anders gewesen sein. Die haben mir, soweit ich mich erinnere, nichts verboten. Und ab einem gewissen Alter habe ich nicht mehr gefragt. Also von dem her haben die mir einfach die Freiheit, das Vertrauen geschenkt, dass ich selber einschätzen kann, wie weit kann ich gehen, auch mit meinem Körper, ne? Grenzen austesten. Ja. Mhm. Was haben Sie denn da so alles? Das klingt jetzt so, als hätten Sie diese Grenzen ausgiebig ausgetestet. Als Kind, also ja, ich habe halt den Rollstuhl nicht so gemocht, ne? Der war ja das Zeichen der Behinderung, also bin ich einfach Kettcar gefahren, Fahrrad mitgefahren, auf Gepäckträger, Mofa immer zwischendrin, da haben wir dann auch mal ein, zwei Unfälle gehabt.
Keine Ahnung, ich habe im Grunde alles so versucht, irgendwie diese Dinge weiter zu nutzen, die ich auch vorher genutzt habe, halt auf eine andere Art und Weise oder durch andere. Mhm. Sie schreiben, das Vergleichen mit anderen, das ist überhaupt ein großes Problem. Die Macht von Vergleichen, meinen Sie? Tendenziell tun wir das ja. Das Sie ist ja auch ganz die Situation normal. Ganz konkret mit einem Bettler. Ja, die war gut. Erzählen Sie uns davon. Da hatte ich die Idee, mich an den Brunnen zu... Ich wollte immer mal ein Bettler sein. Ja, so richtig, auf der Straße sitzen. Aber das habe ich mich noch nicht ganz getraut. Also habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt in die City, setze mich auf einen Brunnen und schreibe auf ein Schild... Du denkst, das Leben ist nicht fair, womit vergleichst du es dann? Fragezeichen und setz mich daneben. Ja? Und hatte so eine Schüssel mit Herzsteinen da unten stehen und denk, guck mal, was passiert. Und halt die Blicke bewusst aus. Ja, also wirklich, und das war die erste 15 Minuten, war das schon sehr, also sehr stark spürbar. Die Menschen gingen einfach vorbei, sie guckten und dann wieder weg und wieder. Und ich saß da. Ja, und dann kamen die ersten und da war eben ein Mann dabei, den hatte ich vorher schon sitzen sehen, mit seinem Schild, ja, er bat halt um Geld. Und der kam und läuft an mir, also wirklich, es waren mehrere Menschen, der läuft vorbei und hatte seinen Becher, was er gesammelt hatte, da drin und leerte alles bei mir in diesen Kasten mit den Herzsteinen. Und in dem Moment, ich war so irritiert, also so perplex auch, und dass ich nicht in dem Moment gar nicht reagieren konnte und rief ihm dann hinterher, soll doch bitte sein Geld wieder mitnehmen. Und er hat Nein gesagt. Und das war für mich also wirklich total berührend, weil also wir uns wirklich, das war so ein Moment so des gegenseitigen Beschenktseins, weil er war nicht mehr der Bettler. Er war auch nicht aus Deutschland, also er hat eine andere Sprache gesprochen. Ich weiß nicht, ob er das so wirklich, aber für ihn war das anscheinend doch, also kam es bei mir an, also jetzt kann er was Gutes tun. Ja, war klasse. Kamen Sie in Ihrer Karriere oft in die Situation, sich zu vergleichen oder verglichen zu werden? Ja, natürlich. Das Vergleichen lebt ja die Meute der anderen. Und was ist größer, was ist höher, was ist länger, wer ist schöner und so weiter. Mit dem kommt man nicht viel weiter. Das hilft am Anfang ein bisschen, wenn man positiv beurteilt wird. Aber eigentlich ist es besser, man lässt sich mit Menschen ein, die einem versuchen, mit dem, was sie über einem sagen oder schreiben, vielleicht ein paar Ideen zu vermitteln. Ja, aber ich habe eine Frage. Gibt es jemand, der Sie beneidet? Ich weiß es nicht. Naja, haben Sie das schon mal das Gefühl gehabt, wenn Sie, also der Bettler hat Sie sicher nicht beneidet, aber irgendwas hat ihn bewegt. Bewegt hat ihn was. Ja. Also für mich war es eine Situation wie vom Bettler zum König, so wie uns allen das geschehen kann, vom König zum Bettler und vom Bettler zum König. Also für mich hat das diese Situation diesen Ausdruck gehabt. Ah. Ja? Also nicht irgendwas eben, anderes. Solche Bilder und solche Ereignisse muss man natürlich dann selber halt benennen und dann muss man sie deuten. Wie ist eigentlich die Kommunikation oder das Bild von Menschenbehinderung in Ihrem Leben überhaupt geprägt? Also ich weiß zum Beispiel von einem Freund aus Aussee, den Franz Wimmer, der in jungen Jahren Musiker und Gendarm war, glaube ich, ertaubt ist. Sie haben das Vorwort damals in seinem wunderbaren Buch geschrieben. Wie waren Sie als Freund eines Menschen mit Handicaps? Aber mit dem Wulli, der hat halt immer schlechter gehört, bis der Gehörsturz kam, dann hat er gar nichts mehr gehört. Dann, ich war mit ihm zusammen, weil ich ihn sehr, sehr gern hatte, obwohl wir überhaupt nicht dieselben Interessen hatten. Und da er, das hat auch mit Heimat was zu tun, aus meinem Ort war, blieben wir eigentlich, ich würde fast sagen, unzertrennlich. Bis er eines Tages sich entschlossen hat, bei einem schönen, wunderschönen Tag im See zu ertrinken. Ja? Und ich habe die Phasen mitgemacht, in denen er glücklich war, aber er hatte immer auch Verschattungen. Ja. Aber es ist interessant, dass Sie das zufällig wissen. Ja. Ich denke oft an ihn. Er hat alles gemacht. Er wurde dann auch Präsident der Gehörbehinderten auf der Welt, zuerst also von Österreich, dann Deutschland. Überall schickte er mir Karten, ja, aus Melbourne und da. Und er war also quirlig und hat den wichtigsten Leuten Karten und Petitionen geschickt und hat für andere Leute viel gemacht. Wir hatten plötzlich Gehörlose, die den Loser da und heruntergefahren sind mit den Schienen und zwar ausgezeichnet. Ja. Also er war fast wie ein Volkstribun, der kümmert sich um andere, weil es ihm selber nicht gut ging. Dabei hatten wir das Gefühl,
Ich meine, Sie müssen sich mal vorstellen, der ist ins Wirtshaus gekommen, Licht aus! Da war Licht aus und dann hat er mit der Taschenlampe am Anfang auf unsere Lippen mit der Taschenlampe hingeleuchtet, damit er weiß, was gesagt wird. Also der war sehr, apropos, ich habe die Wahl, denen das Licht auszudrehen und ihr hört es mir zu. Also ja, ja. Natürlich, fantastisch. Ja. Aber das bewegt mich sehr, mir halt vorzustellen, wahrscheinlich, weil das auch meine Aufgabe ist, wie wäre denn ich? Sie stellen die Frage schon zum zweiten oder dritten Mal. Gibt es eine Antwort? Haben Sie eine gefunden oder nähern Sie sich einer an, eine ungefähre? Schauen Sie, ich wäre gern stark und weiß immer mehr und mehr, dass ich das nicht bin. Und jetzt komme ich trotzdem drauf. Wer weiß denn? Zum Beispiel, ein Beispiel noch. Ich stehe vor einer Entscheidung. Und dann sage ich, wenn diese Entscheidung, ich weiß genau, die Frage kommt auf mich zu. Und ich sage, ja, rot. Und dann kommt der Tag und ich habe mich ausgezeichnet vorbereitet und bin mit mir im Reinen. Und es kommt die Frage und ich höre mich sagen, nein. Grün. Und ich glaube selber nicht. Und vielleicht ist das meine Verbildung von Shakespeare bis Sophokles nach vorne und nach hinten, dass ich halt so ein Boyazer im ungefähren fischender Zeitgenosse bin. Ich weiß es nicht. Aber das hören die Leute nicht gern. Und das ist auch nicht gut, wenn man es von sich selber sagt. Weil das macht einen schwach, natürlich. Und übertrieben ehrlich. Und das ist nicht nötig. Ein Gipfelsieg heute aus dem Alpinarium in Galtür, ein Ort des Gedenkens nach der schrecklichen Lawinenkatastrophe im Jahr 1999. Es ist ein ganz besonderes Haus für uns Galtürer, weil es natürlich auch eine Erinnerungsstätte ist. Wir wollen mit diesem Haus und mit dem Raum der Erinnerung dem Vergessen entgegenwirken und an jene Mitmenschen erinnern, die wir damals verloren haben. Es ist aber auch ein Haus, in dem wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen und einen Blick in die Zukunft werfen. Es geht auch darum, dass wir möglichst viele Möglichkeiten schaffen, dass sich Menschen, die eine Behinderung haben und Menschen, die vermeintlich normal sind, dass sich die auch immer wieder begegnen. Und so kann dieses Alpinarium eben eine klassische Begegnungszone sein. Es ist so, dass Menschen mit Behinderungen immer unterschätzt werden. Man traut ihnen nichts zu, man hat einfach extreme Angst, Menschen mit Behinderungen zu begegnen. Heute haben wir die 15. Sendung und viele Menschen sprechen mich an und sagen, ich hole mir aus diesem Format so viel Kraft für mein Leben und es ist so bewundernswert, welche Menschen das es gibt, die man sonst nicht sieht. Wenn heute im Rahmen des Gipfelsiegs Menschen darüber berichten, wie sie es geschafft haben, vielleicht einen Schicksalsschlag zu überwinden und dann wieder an die Spitze oder zurück in den Alltag zu kommen, so ist auch das Alpinarium doch auch ein Gebäude, das vor allem auch diesen Weg zurück in den Alltag symbolisiert. Und deshalb denke ich, dass die Örtlichkeit hier eine sehr passende und eine sehr spezielle ist. Klaus-Maria Brandau, Sie sind mal mit Galtür eng verbunden. Warum? Erzählen Sie uns die Verbindung, die es da gibt zwischen Ihnen und Galtür. Ich habe einmal hier ungeheuer gefroren und zwar an Weihnachten vor vielen, vielen Jahren, weil ich eingeladen wurde, eine Weihnachtslesung zu machen mit zwei Freunden. Das haben wir auch gemacht. Es waren Gott sei Dank so viele Menschen da, dass wir es zweimal am Abend machen mussten. Wenn wir ein- und ausgeatmet haben, war beim Aushauchen waren Schnee oder Eis vor uns. Ja. Ich hatte dann noch die Möglichkeit, weil es ein Feiertag war, in ein Geschäft zu kommen, wo ich mir eine lange Unterhose, ich habe mir zwei gekauft. Und wir hatten einen schwarzen Kollegen dabei, der Gospel gesungen hat. Dem haben wir so dicke Handschuhe gekauft. Und allerdings, ja, der Klavierspieler, naja. Aber
Das verbindet, das verstehe ich. Also, und dann habe ich eben Galtürer kennengelernt. Den Toni Matle, der heute noch hier Bürgermeister ist, mit dem ich ab und zu telefoniere und der die Verbindung hält mit mir und Galtür. Also ich habe einfach ein paar Leute hier sehr gern und mag auch den Ort. Mhm. Silke, Sie leben mit Ihrem Mann auch in El Hierro, eine Insel, die auch gebirgig ist. Welche Rolle spielen denn die Berge in Ihrem Leben? Ich mag sie einfach. Also ich mag sie total gerne, schon von Kindheit an. Sie geben mir, auch wenn wir so herfahren und so die ersten Berge dann so sehen, die machen mir so bewusst, wie klein wir doch sind. Also sie relativieren für mich immer sehr vieles. Ja, einfach nochmal so bewusst machen, was sind wir gegen diese Naturgewalt, also gegen, ne, das, dieses Schauspiel einfach. Und das Meer aber auch, ich mag beides. Ja? Und die Kanaren verbinden natürlich beides durch ihre Vulkanberge, mhm, ja, und das Meer. Mhm. Ja. Was verbinden Sie mit dem Titel Gipfelsieg? Gibt es Gipfel, die Sie erklommen haben? Es gab sicher einige, Anführungszeichen, Gipfelsiege. Aber der für mich wertvollste, das sind meine Kinder. Mhm. Also das, ja, diesen Anführungszeichen, ja, Sieg gegen Überzeugungen. Mhm. Ja. Klaus-Maria Brandau, die Marianne hat ja diesen Titel Gipfelsieg gewählt, eben um zu zeigen, dass es nicht um diesen Moment nur geht im Leben, wo man oben steht und es geschafft hat, sondern eben all das, was man vorher gekeucht hat, was man zurück musste, was nicht funktioniert hat, die Einschläge, die Rückschläge. Können Sie die Berge auch als, werden ja gerne sozusagen mit dem Weg des Lebens auch symbolisch irgendwie ein bisschen verglichen, als ein Mann der Berge, können Sie diesen Vergleich auch ziehen und sehen? Also ich bin zwischen den Bergen aufgewachsen, bei uns sind sie so nah, nicht so hoch wie hier, aber dass man, manchmal sind sie auch hier, dass sie einem Furcht erregen und dann ist es schön, wenn man jung ist und hinauf kann, dann ist man droben. Und ich habe mir natürlich oft eingebildet, das war heute gut, aber nie auf einem Gipfel zu stehen. Und das soll man mir auch glauben, der Beste zu sein, das gibt's ja gar nicht. Ja, natürlich, wer der Schnellste ist im Sport, das gibt's. Der Erste kann man sein, aber der Höchste, ich weiß es nicht. Schauen wir heute zu viel auf die Schnellsten, auf die Schönsten, auf die Besten, auf die Ersten? Sollten wir ein bisschen mehr auf die Zweiten schauen? Auf die, die nicht das Scheinwerferlicht haben? Also es ist gar kein Grund, auf die Ersten und Besten zu schauen, auf die schauen wir sowieso. Mit denen leben wir, die kennen wir zum Teil, manchmal hält man sich selber für einen oder manche. Wir müssen auf uns alle schauen. Und wenn wir jetzt schon wieder sagen, nein, wir müssen also auf die schauen, die nicht im Rampenlicht stehen, denen es nicht gut geht, no, na, Herrschaftszeiten, natürlich. Aber überlegen Sie mal, was gestritten wird in jedem Parlament auf der Welt. Ja, 10 Schilling vielleicht im Monat für die alte Dame mit ihren 600 oder 800. Das ist doch unerhört. Es ist einfach unerhört. Und glauben Sie mir, ich bin so beleidigt auf alle, die hier was zu sagen haben. In jedem Land, in Europa, was ich heiß liebe und als Idee so inhaliert habe, dass ich nur sagen kann, ich höre auf, wenn es das Europa nicht schafft. Ja? Aber wenn man diesen Unsinn, und es ist Unsinn, wie sie uns klar machen wollen, dass das, was ist, eine Hebung von 10 Schilling, das ist doch verrückt. Und da wundert man sich, dass man eigentlich da gar nicht mehr mitspielen will. Und der Rückfall ist allerdings, dass dann wieder jeder nur sich selber irgendwie retten will aus der Geschichte. Ich bin sehr verwundert. Und ich rufe hier nicht zu einem großen Streik auf oder zu einer Revolution, überhaupt nicht. Nur wehren wir uns ein bisschen. Wehren wir uns ein bisschen, aber jetzt nicht wieder in einer großen Wahl, sondern wehren wir uns im Kleinen. Da haben wir wirklich Einfluss. Wir können viel durchsetzen. Und die großen Wahlen sollte man sehr, sehr ernst nehmen und sich es sehr gut überlegen. Weil Einfluss hat man doch. Mhm. Das ist das Entscheidende.
Silke, sehen Sie sich in Ihrer Situation, wo Sie gesagt haben, heute können Sie auch besser damit umgehen, dass Sie zu einer Gruppe von Menschen mit Behinderung gehören, in gewisser Weise auch als Vorreiterin, als Kämpferin, wenn es darum geht, auch Anliegen für Menschen mit behinderten Menschen durchzusetzen? Nee, also nicht speziell. Also das ganz sicher nicht, sonst wäre ich den Weg eher gegangen. Ich bin, na, wie soll ich es erklären? Also ich würde mich jetzt gerne hier im Brandauer anschließen. Meine ganze Intention, wieso ich all das hier tue, ist im Grunde, was mich antreibt. Ich habe es auch bis hierhin voll, ja, was geschieht auf dieser Welt. Und ein ganz großer Part hängt damit für mich zusammen. Und das ist unabhängig von, ich sage, Menschen mit einer Behinderung, einer Körperbehinderung. Jetzt, solange wir reden von kognitiv fähig, ja, das ist, denke ich, klar. Aber zu viele Menschen sind natürlich auf dieser abgehängten, Anführungszeichen, Seite, die sie hier mobilisiert wurden. Damit das anders wird, ist mein Weg der, ihnen zu zeigen, hey, ihr könnt mehr, als ihr bisher geglaubt habt. Ihr habt mehr. Ja? Also übernehmt die Verantwortung bitte auch ein Stück weit dafür. Das ist so der Anfang. Ja? Und dann zu begreifen, dass wir eine Verantwortung haben, ich als Einzelner, ja, einmal für mich und mein Leben. Und wenn ich das mal kapiert habe, also wirklich kapiert habe, dann wird mir auch bewusst, dass jede Entscheidung, die ich hier treffe und jeder Satz, den ich hier sage, eine Auswirkung hat auf das Gesamte. Und eine Wahl oder Nichtwahl auch Auswirkungen hat. Ja, und das ist das, wieso ich das tue. Das war nie die Behinderung. Ich kann sie jetzt in Anführungszeichen nutzen, um dem, was ich möchte, Stimme zu geben. Ihr zweites Buch heißt Mein Koffer voller Glück und es sind vier ganz wesentliche Begriffe, die Sie in diesen Koffer packen. Können Sie uns die ganz kurz erklären und auch warum die für Sie so wichtig sind? Ja, kann ich kurz. Eigentlich so ein Überraschungsbuch. Also okay, ich habe meinen Koffer gepackt und habe wirklich überlegt, also es war wirklich die Frage vor dem zweiten Buch, standen mehrere zur Auswahl. Ich habe auch drei noch geschrieben, die kommen dann später nach. Das war jetzt wichtig. Was ist wirklich wesentlich gewesen? Also was hat mich durch Zeiten auch getragen, die mich haben verzweifeln lassen oftmals oder ne, wo einfach Fragen im Raum waren, wo ich keine Antworten kannte. Und das waren Qualitäten, die wir alle kennen, alle haben, aber selten nutzen oder viele zu selten nutzen. Das ist nichts Neues. Ich sage es euch gleich, es ist Dankbarkeit. Wer sie wirklich lebt, also wer das wirklich verinnerlicht hat, dem geht es im Grunde schon relativ gut. Von Gefühlen, Emotionen her. Freude ist für mich die kleine Schwester der Dankbarkeit. Ja, beides gehört für mich zusammen. Ich kann das eine ohne das andere kaum empfinden. Humor. Ja, ich habe also gerade in unserer Kultur, wir nehmen unser Leben doch oft sehr ernst. Ja? Ich sage immer, nimm es wichtig, aber nicht zu ernst. Also lerne über dich zu lachen, deine Verhaltensweisen, das entspannt das System. Und Mut. Und das ist der wichtigste Faktor, wenn du alles drei nicht hast. Weder Dankbarkeit, Freude noch Humor. Dann hab zumindest Mut. Denn das ist, was die Menschen brauchen. Ja, und es geht aber, es ist mehr, es ist nicht ne, einfach vier Qualitäten beschrieben, sondern meine Beispiele, mein Leben. Und mit interessante Fragen, die sozusagen helfen bei diesen Qualitäten. Sind Sie da gut ausgestattet? Dankbarkeit, Freude, Humor, Mut. Wo könnten Sie eine Portion mehr vertragen, wo passt? Von allem könnte ich mehr vertragen, aber eins weiß ich, was ich mir wünsche und vielleicht auch noch kriege. Lang Mut. Geduld, die habe ich auch nicht. Lang Mut. Gefällt mir. Als Wort. Silke Nampetz, Klaus-Maria Brandert, ich danke sehr für dieses gemeinsame Nachdenken über Dinge, die uns alle bewegen, die uns alle betreffen, über unser Leben. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse, fürs Zuschauen bei dieser Sendung. Ich sage Dankeschön für die Gastfreundschaft hier in Galtür. Dankeschön und ein Dankeschön auch abschließend bei der Musik. Das ist nämlich das Galtür-Syndikat. Dankeschön, auf Wiedersehen.